und der Timer läuft runter. NXT ist vorbei. Und jetzt gibt es... Da haben wir die neue Stage der neuen Arena des neuen Brands, der neuen Show. Wie gesagt, NXT ist nicht mehr umbenannt. Man will mehr mit All Elite zusammenarbeiten. Deswegen möchte man vom Ruf der Entwicklungsliga weg. Ja, wir sind in Los Angeles, Kalifornien. Und wir wollen direkt starten ins erste Match. Und ich denke mal, jetzt hat jeder das Zeichen erkannt. NXT wird zu Ring of Honor. Und den Anfang macht der Luchador Lince Dorado. Er tritt zusammen an mit dem Mann, dessen Match die letzte Woche nicht beendet wurde. Irgendwie fahren alle dieselbe Schiene. Gut, Ring of Honor wird ja von mir selber gebookt. Also von den Created, den ich hier selber gemacht habe. Ich versuche das Booking alles so hinzukriegen, so wie bei Raw es ein Vince McMahon booken würde, bei Nitro ein Shane McMahon. Bei Ring of Honor versuche ich so zu machen, wie ich es ganz gerne möchte, also wie ich am liebsten pushen würde und. Und bei All Elite halt so wie halt Cole Quinn, der ja aktuell das leitet, es booken würde. Und jetzt kommen wir zu seinem Partner, der Purple Rain. Und wir werden natürlich auch Neuverpflichtungen am heutigen Abend haben. Da haben wir ihn, Velveteen Dream. Ja, ging bei NXT ja so ein bisschen unter. Mal gucken, wie es jetzt bei Ring of Honor wird. Es ist ja im Grunde eigentlich genau das Gleiche, nur halt unter anderem Namen und dass man sich halt von den McMahon so ein bisschen abkapseln will. Da haben wir den ersten. Der Mann, der beim letzten Mal eingegriffen hat, Elias. Und ihm zur Seite steht eine Neuverpflichtung, ehemalig bei Nitro dort eigentlich so gut wie nie eingesetzt. Er ist dem Ruf nach Ring of Honor gefolgt. Na, wo ist er? Wo ist eigentlich die Fernbedienung? Da sehen wir es. Aiden English. Ja, passt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man es hört. Muss ich nachher mal reinhören. Oh, vom Chicago sogar. Er hat auf jeden Fall einen ähnlichen Schal wie Elias. Egal, wir wollen es gar nicht lang. Aber es passt, die beiden passen ganz gut zusammen. Der eine mit Gitarre und Aiden English dann am Singen. Ja, die Crowd schreit immer noch NXT, NXT. Stell dir einfach vor, sie rufen AOH, AOH. Ja, Elias tritt hier auf Lince Dorado ein. Das gibt's keinen Morgen. Die beiden können sich einfach nicht riechen. Jetzt Kicks von Elias. Leute, lieber so, die sollen lieber chanten, this is awesome oder sowas. Ja, mal gucken, was Aiden English und auch Velveteen Dream hier bei Ring of Honor zustande kriegen. Bei NXT, wie gesagt, Velveteen Dream ein bisschen untergegangen. Aiden English gar nicht erst da. Und jetzt gibt's den Wechsel mit Velveteen Dream. Stellt sich auch gleich seine Kraft unter Beweis, indem er einfach mal Elias ein wenig herumschleudert. Und da geht's einmal hoch. Auch ein Elias hat Kraft. Ja, und WWE steht ja auch für Walk with Elias. Und jetzt kommt der Wechsel. Die ersten Sekunden von Aiden English im Ring of Honor Ring. Und wir sehen ja heute auch das Finale. Ja, was heißt das Finale? Wir sehen heute den Titelkampf mit Aleister Black, der ja das Turnier gewonnen hat, gegen Adam Cole.
um den neu geschaffenen, das sind ja auch alles neue Titel, um den Ring of Honor World Heavyweight Champion Titel. Und eine ausgekontert. Also Velveteen Dream macht das sehr gut. Ja, vor allen Dingen schon mal ein bisschen laufen. Da prallen die beiden aufeinander. Und da geht's in die Ringecke und Power Slam. Also ich weiß nicht, wem ich den Sieg hier mehr gönnen würde. Einmal Lindsay Dorado, der ja in seinen Matches ganz rüde unterbrochen würde. Oder halt dem Team Elias Aiden English, weil es ist halt das Debüt von Aiden English. Ja, und halt Velveteen Dream, weil er halt sehr, sehr selten nur auftritt. Deswegen auch einen Sieg sehr gut gebrauchen kann. Und Lindsay Dorado, der schwimmt ja momentan wirklich auf einer Welle des Erfolges, könnte man sagen. Hat ein paar ganz gute Siege eingefahren in jüngster Zeit. Und Whip-In wird Reversal. Da muss ein English nach draußen. Und ich glaube, das könnte jetzt wehtun. Velveteen Dream, der geht einfach mal auf andere Seite. Ah, Backdrop auf den Apron, die härteste Stelle des Rings. Ein English kann sich hier befreien, schickt erstmal Lindsay Dorado in die Absperrung. Und jetzt gibt es den Wechsel mit Elias, der erstmal ein bisschen Luftgitarre spielt. Und dann mit einer Lariat kommt und Velveteen Dream auch erstmal vom Apron runterprügelt. Ach ja, Elias. Wundert, dass seine Gitarre noch nicht zum Einsatz kam. Ich sehe sie aber auch nirgendwo am Ring gerade. Tja, kann man halt nichts machen. Und Whip-In in die Ringecke von Team Velveteen Dorado oder Lindsay Dream. Und ein Reverse Suplex. Und jetzt der doppelte Boston von Elias. Das geht natürlich auf den Rücken, weil Elias ist halt ein schwerer Mann. Der kann da ganz gut, wenn er sein Gewicht komplett nach hinten verlagert. Und jetzt ist er, glaube ich, nur reingegangen, weil er dachte, dass Lindsay Dorado jetzt wechselt. Das will natürlich an Elias verhindern, ganz klar. Ich kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum. Und Ansatz. Oh, sehr schöner Swinging. Und ja, Velveteen Dream unterbricht, aber das lässt Elias nicht auf sich sitzen. Das haben sie gerade gut zusammen gemacht. Aber Lindsay Dorado schafft den Kick-Out. Jetzt geht es wieder in die Ringecke. Der Tag mit Aiden English. Und da geht es auf den Arm. Ja gut, wie kann man Luchador davon abhalten, seine Aktion zu machen? Einmal die Arme. Weil das ihn halt abhält vom irgendwo hochklettern. Aber natürlich auch die Beine. Und unfaire Zusammenarbeit. Hier von Elias und ein English. Aber die beiden harmonisieren sehr, sehr gut miteinander. Das muss man wirklich ungelogen sagen. Ja, Rope Break, schade. Aber was heißt schade? War eine schöne Move-Abfolge.
Und da gibt es den Konter. Und Whip-In. Was wird Lindsay Dorado zeigen? Ja, Elias einmal kurz und dann wollte er wohl in den Ring. Und was für eine Kopfschere. Da springt er aus dem Stand komplett hoch. Ja, jetzt geht es in eine andere neutrale Ecke. Und Lindsay Dorado mit einem Tornado DDT. Und eingesprungener DDT, also DDTs, die kann ein Englisch. Und was für ein Punch, Full Nelson. Nein, in ein Cover rein. Oh, Velveteen Dream schlägt da einfach mal zuerst zu. Aber Aiden English ist noch geistesgegenwärtig. Erkennt da den wegkriechenden Lindsay Dorado. Klar, der will natürlich wechseln. Und wieder unfaires Eingreifen von Elias. Aber die machen das halt nicht schlecht. Wirklich, sie halbieren den Ring sehr, sehr gut. Wieder ein Cover. Ja, und da muss erstmal Velveteen Dream raus. Erneut dieser Facebuster. Und das Cover. Reicht es jetzt für den Sieg? Wieder nicht. Jetzt gibt es wieder den Wechsel mit Elias. Aber Lindsay Dorado konnte sehr, sehr gut durchatmen. Und jetzt gibt es den Whip-In in die eigene Ringecke. Vorarme. Eigentlich sollte Lindsay Dorado mal seinen Stolz wegschmeißen und lieber mal wechseln. Und Elias zieht die Knie an. Und Whip-In. Und Elias einfach mit einem Splash. Jetzt geht er wieder aufs Middle Rope. Er hat irgendwas vor. Und Elbow. Aber was für einer. Jetzt geht er auf Velveteen Dream zu. Der hat den Braten aber gerochen. Ja, ein English, der kann das natürlich genauso. Und der Swinging Neckbreaker jetzt noch das Cover. Es ist kein Rope Break. Und es ist der Sieg für Elias und Aiden English. Also Aiden English Debüt gelungen. Und Elias hat seinen Sieg über Velveteen Dream gleich schon. Über Lindsay Dorado. Aber auch ein English mit einer sehr guten Leistung. Also dafür, dass er so lange, lange nicht in Aktion gewesen ist bei Nitro. Er war ja eigentlich der Tag-Partner von Rusev. Aber man hat ihn eigentlich nie gesehen. Ja, soll die Shooting Star Press werden? Das hat Elias ausgenutzt, hat die Knie angezogen und das war eigentlich auch das Ende. Der Anfang vom Ende. Also die beiden harmonieren
sehr, sehr gut. Ich würde so sagen, so Jeff Jarrett und der Road Dogg mäßig. Könnte man so sagen. Und wir kommen zum Next Match. Ach ja, kurze Info noch so nebenbei, falls mal wieder ein Clash of Champions ist und sowas. Natürlich die alten Titelrekorde. Hey, wieso hat er denn? Ich weiß nicht, warum er noch diesen Titel hat. Eigentlich hat er einen anderen. Den United Kingdom. Und da kommt sein Gegner Kurt Hawkins. Wie gesagt, eigentlich gibt es den Titel nicht mehr. Eigentlich ist das jetzt der... der North American Champion Titel ist jetzt der Television Champion Titel und der United States Titel, United Kingdoms Titel ist eigentlich der WXW Titel. So, um halt an die gute alte Zeit der WXW zu erinnern. So, Will Ospreay nimmt jetzt den Gürtel und schlägt damit auf Kurt Hawkins ein. Und insgesamt dreimal, dadurch gewinnt Kurt Hawkins durch Disqualifikation. Aber ich glaube, das ist Will Ospreay. Das ist sowas von scheißegal. Und wir kommen jetzt zum Halbzeitmatch. Als erstes die Hälfte der... Ich hoffe, ich habe da die Titel geändert. Jawohl, es sind die neuen, die ersten. Die haben ja auch in der letzten NXT-Ausgabe London und Kendrick besiegt und... Ja, sind somit auch die ersten Ring of Honor World Tag Team Champions. Sehr schillernd, dieser Titel. Sein Gegner am heutigen Abend. Ja, weiß man nicht. Freund oder Feind? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Da sehen wir es. Mojo Rawley. Hat hier auch so seinen kleinen Disput mit Zack Ryder. Und Zack Ryder hat ja so seinen Disput mit American Alpha. Also wo da jetzt Mojo Rawley irgendwie, ob der jetzt Sympathie für American Alpha ist oder ob er seine eigenen Ziele verfolgt. Auf jeden Fall lässt er erstmal Chad Gable hier über die Klinge springen. Ich finde, Mojo Rawley sieht so ein bisschen aus wie so ein Minecraft-Creeper. Gut, körperlich ist natürlich Mojo Rawley Chad Gable auf jeden Fall überlegen. Und er macht das auch ganz gut, ist verbissen. Klar, es wird alles auf Null zurückgesetzt, kann man sozusagen sagen. Weil die beiden haben ja, glaube ich, auch schon mal zusammen im Ring gestanden. Ich meine, damals in dem 4 gegen 4 Elimination Match. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Es war ja Chad Gable. Wer war da noch alles mit bei? Ja, Tyson Storm war dabei. El Scorpio. Zack Ryder. Ich meine, ja doch, Jason Jordan war auch mit dabei. Ich kann gar nicht sagen, ob Mojo Rawley dabei war. Ilja Dragunov war auf jeden Fall dabei. Nee, es war kein Elimination Match. Es war ein ganz normales 4 gegen 4 für einen Fall. Oh, das war noch ganz am Anfang. Und Running Power Slam. Ja gut, wenn natürlich Chad Gable jetzt verliert, ist natürlich keine gute Ausgangssituation, wenn es irgendwann wirklich das Tag Team Titelmatch gibt gegen TM61. Dann haben wir ja noch Zack Ryder, der ja noch irgendwie mitmischt und Shelton Benjamin. Und dann sind ja London und Kendrick sind ja auch ein bisschen pissig auf American Alpha. Brian Kendrick ist ja aktuell verletzt, muss pausieren. Paul London damit alleine unterwegs. Ich stelle mir vor, Paul London zusammen mit Mojo Rawley. Obwohl, dann glaube ich, würde er sich auf die Seite von der Gruppierung mit Zack Ryder auch wieder so ein
bisschen, also so Anti-American Alpha schlagen. Na gut, why not? Man weiß ja nie. Bei Mojo Rawley weiß ich sowieso gerade nicht, wo der genau steht. Ich denke auch mal, er wird seine eigenen Ziele verfolgen. Ob es jetzt im Tag-Team-Bereich oder im Singles-Wrestling-Bereich für ihn weitergeht, also so Jagdtitel-technisch. Aber erstmal muss er am heutigen Abend gegen Chad Gable gewinnen, was nicht leicht wird. Chad Gable ist technisch gesehen ein sehr, sehr starker Gegner. Und seitdem er mit Jason Jordan wieder unterwegs ist, hat das ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Und dann kam ja auch noch Shelton Benjamin in diese Gruppierung mit dazu. Und dann soll ja noch ein Ober-Guru über allem stehen, der den drei Tipps gibt und so weiter. Oh, da sollte wieder ein Clip kommen, aber Chad Gable hat es erwartet, springt rüber und hat das Match jetzt sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ja, kaum habe ich es gesagt. Ne? Und jetzt nimmt er Anlauf und der Punch. Hat er aber ein bisschen zu viel gefeiert, würde ich mal so sagen. Und Double Underhook, nein, gekontert. Das hat Mojo Rawley sehr, sehr intelligent gemacht. Jetzt Full Nelson Slam. Jetzt muss er erstmal durchatmen. Jetzt nimmt er ihn auf die Schultern und legt ihn nach vorne ab. Das ist für gewöhnlich so sein Finish. Bringt es auch den Sieg? Es bringt den Sieg. Mojo Rawley gewinnt in der ersten Ausgabe von Ring of Honor gegen die Hälfte der Tag Team Champions. Und da haben wir Chad Gable. Oh, da haben wir Zack Ryder. Ein paar warme Worte. Hoffentlich eskaliert das jetzt nicht. Na, Stare Down. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.